Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Beyond Two Souls. Und wir wissen genau, wo wir stehen geblieben sind, denn beim letzten Mal war es wirklich spannend. Wir haben den Kondensator zerstört, diesen neuen Unterwasserkondensator, und sind jetzt gerade mitten bei der Flucht. Das U-Boot hat ein Leck, hat keinen Antrieb mehr, und wir müssen jetzt gucken, dass wir hier wieder rauskommen, dass wir das werden wir überleben, ne? Also in dem Sinne machen wir mal weiter. Okay, das U-Boot retten wir nicht. Wir schwimmen einfach nur an die Oberfläche. Natürlich, klar. Dann ist es auch nicht verwunderlich, dass wir festgenommen werden, weil die werden uns ja finden. Wir sind entkommen. Wir haben es geschafft. Fuck. Fuck, ich hasse Geld. Die Frage ist nur, wo sind unsere zwei Kompagnons? Schon okay. War die richtige Entscheidung. Ich hätte es auch so gemacht. Immer noch sauer auf mich. Ja. Jetzt sind schon ein bisschen nachtragen. Sorry, ist so. Tut mir leid, ich war ein totaler Idiot. Ja. Weißt du, ich hab dir das nie gesagt, aber ich liebe dich, Jody. Tja. Das ist sehr romantisch. Uns fehlen nur noch die Kerzen. Ja. Was ist mit dir? Er war die ganze Zeit wie ein Arschloch. Und sie kann nur so sauer sein, wenn sie wirklich Gefühle für ihn hatte. Ja. Und wir wissen, dass sie sehr in ihm verliebt war. Sitzt einfach nur im Unterhemd. Scheiße, ey. Wir sehen uns auf der anderen Seite. So kann es nicht zu Ende sein. So darf es auch nicht zu Ende sein. Und so ist es auch nicht zu Ende im Leben nicht. Drachenhöhle und unsere zwei Wege, unsere zwei Freunde haben uns hier den Weg wieder gemacht, und ich weiß nicht warum, eigentlich bin ich online, aber anscheinend doch nicht, deswegen sehen wir ihn leider diesmal nicht,
wie die anderen sich entschieden haben. Aber wir haben uns dafür entschieden, nicht zu reden. Wir sind die Basis eingedrungen, indem wir Besitz ergriffen haben. Wir haben Ryan nicht verziehen. Wir sind in die Basis eingedrungen und auch aus der Basis entkommen. Und wir haben zu Ryan, ich liebe dich, gesagt. Und ja, ich glaube, ich habe mich ein bisschen vertan, weil irgendwie hat sich das Ganze überschnitten. Ich hatte wohl auch so ein bisschen so einen kleinen Brain-Lag, weil ich dachte nämlich, dass das noch kommt mit dem Reden, dass das so ein Rückblick war, aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Anscheinend haben wir es ja trotzdem gewuppt bekommen, ne? Ja, gehen wir mal weiter. Und wir gehen wieder sehr weit zurück, nämlich vor der Party zum Punkt Spuk. Also wieder in die Kindheit zurück. Gute Nacht, Prinzessin. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit 3 Tagen nicht verlassen. Ja. Er hat seine Familie verloren. Seine Frau und seine Tochter. Viel mehr als alles auf der Welt. Verständlich. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Verständlich. Es wird geschlafen. Wir drehen uns mal wieder. Wo ist hier unser Hase? Der fehlt mir ein bisschen. Wow. Und wissen, wer das ist. Wir wissen, wer da steht. Wir wissen, wer es ist. Natürlich haben wir ein bisschen Angst. Wir können mit Aiden mal gucken. Das ist. Ist das seine Tochter oder seine Frau? Ich glaube, es ist seine Frau, ne? Wir folgen. Natürlich dürfen wir eigentlich nicht. Ist ja nicht Cole. Wo sitzt. Ja, natürlich. Da sitzt er natürlich dann nicht da, ne? Um uns zu beschatten. Okay. Das sieht mir sehr danach aus, als müsste ich in Richtung Nathans Büro gehen. Okay. Mutig, die kleine Jodie. Zerstört. Verständlich. Absolut verständlich. Bei so einem scheiß Schicksal. Da macht sie es jetzt zum ersten Mal. Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jodie. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Was ist schon bitte mit mir?
Jodie. Das ist richtig übel. Bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Scheiße. Was will man dazu sagen? Am besten einfach nichts. Was einfach scheiße ist. Und wir haben die nächste Episode. Und die ist kurz vorm Prolog. Es scheint also. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört. Genau. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Das war so klar. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für uns. Unfassbar klar. Und wir verlassen den Konferenzraum. Und ja, da haben wir unseren Kollegen. Der einäugige Rein. Diese Pentagon-Obermacker können ganz schön nerven, hm? Wir sind zynisch. Oberbosse und ihre tollen Spielzeuge. Ich musste da jetzt raus, mein Erbrochenes versaut sonst noch den Teppich. Ist so unfassbar zynisch. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Wir dachten, wir würden das Richtige tun. Aber unser Einsatz, er verleiht dem Pentagon allein die Kontrolle über die Infrawelt. So sieht's aus. Was wirst du jetzt tun? Wir werden jetzt ein normales Leben führen. An einen Ort ganz weit weg und versuchen, normal zu leben. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzenauto, Golfspielen. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal. Jodie, ich... Ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Viel falsch. Aber wir könnten neu anfangen. Und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Versuchen wir es. Ich werde einfach alles dafür tun, damit du glücklich wirst mit mir. Und das alles hier zählt. So viel Scheiße geworden. Da steckst du. Wessen sucht nach dir? Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich habe einen Single Malt bei mir stehen, ein feines Stäffchen. Kommst du gleich nach? Na, sowas kann ich doch nicht ablehnen. Gut, wir sehen uns später. Los, komm, Jodie. Nathan wartet. Und
So, ich musste gerade mal kurz schneiden, um zu schauen, ob jetzt die Internetverbindung auch wirklich wieder da ist, damit wir auch hinterher sehen, wie das Ganze aussieht. Und ich glaube, er mag dich wirklich sehr. Ich weiß. Ich werde alles tun, damit es funktioniert. Ryan hat sich teilweise echt wie ein Arsch verhalten, aber naja. Wir werden ein normales Leben führen. Wir haben zwei Kondensatoren zerstört und jetzt haben wir halt noch diesen einen hier. Der aber ziemlich gewaltig ist. Fuck, ey. Ich weiß nicht, ob man sowas... Wir nennen ihn Betasonne. Betasonne. Der mächtigste Kondensator der Welt. Alter Schwede. Hier dehnt die Infrawelt sich um ihn aus. Und sie ist leicht zu studieren. War jemand da drin? Ich glaube nicht, dass man das überlebt. Da drin ist nichts außer wilden Albträumen. Komm mit, wir gehen. Betasonne. Wow. Wahnsinn. Wie kann man auf solche Ideen kommen? Okay, wir sind da. Wenn man doch mitbekommen hat, was da... Okay. Wir wissen doch, wo das Büro von dem Mann ist. Was immer Nathan sagt, pass auf. Okay. Das ist sehr irritierend. Schauen wir mal. Ja, bitte. Wir sind hier im Büro von Nathan. Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Mhm. Und was die CIA angeht, du existierst nicht länger. Wer sind wir jetzt? Neuen Ausweis und heißen. Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. Okay. Wir hätten zumindest Jody behalten können. $500,000. Damit kann man neues Leben anfangen. Den Dienst. Ja. Das hilft dir beim Neuanfang. Danke. Das ist das Mindeste. Sorry, so wie die mit uns umgegangen sind. Wie die uns ausgenutzt haben. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich ja auch sterben. Weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht, warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können. Es war wie eine Wunde, die nicht heilt. Verständlich. Verständlich, Nathan. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen.
aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Dein Ernst, Nathan? Hallo, meine Süßen. Helen. Ist das dein Ernst, Nathan? Laura? Ihr beide fühlt mir so sehr. Es kann nicht sein Ernst sein. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Er lässt sie nicht ruhen. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jody. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jody. Wir akzeptieren. Gib mir deine Hände. Weil du sowas wie unser Vater warst, Nathan. Nur aus diesem Grund. Bei mir sein wollen. Ich weiß, sie wollen bei mir sein. Nathan, ich weiß, was du fühlst. Du weißt überhaupt nichts von meinen Gefühlen. Gar nichts, verstehst du? Leb wohl, Nathan. Ich hoffe, du findest Frieden. Wut. Verzweiflung. Trauer. Und am Ende doch nur purer Egoismus, der Nathan mittlerweile treibt. Er glaube an eine Vergangenheit, die besser für ihn war. Und Jody ist im Traum von einer Zukunft, die besser für sie sein wird. Wir verschwinden hier. Wir haben hier nichts mehr zu suchen. Was zum... Warum? Hi, Jody. Warum zum Teufel? Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation. Leider. Wir können Sie nicht gehen lassen. Töten können wir Sie auch nicht. Dann warten Sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren Ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben Sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei Ihrer Mutter. Du widerlicher Pisser. Eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Mögen dich die
Mögen dich die Existenzen einfach so zerreißen, mein Freund. Widerlich. Und wir liegen. Und wie es weitergeht. Ja, so sieht's aus. Das sehen wir leider auch erst wieder beim nächsten Mal. Und ich hoffe, das Video hat euch wieder mal gefallen. Ich hoffe, ihr vergesst nicht, mich zu abonnieren. Habt gerne auch Werbung für meinen Kanal. Oder was sagt, unseren Kanal, damit der weiter wachsen kann. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. In dem Sinne, bis denne.